Herzlich willkommen zur ersten Folge von Flohmarkt Schnäppchen eines Nerds, einer Sendung, in der ich euch regelmäßig in unregelmäßigen Abständen meine Flohmarkt Schnäppchen präsentieren will. Aus gegebenen Anlass, ich war heute auf einem sehr schönen Flohmarkt, den ich seit Jahren besuche, der alljährlich in Mettmann stattfindet, anlässlich des Heimatfestes dort. Am dritten Tag dieses Heimatfestes, das der Sonntag ist, findet eben dieser Flohmarkt statt. Da bin ich schon als kleines Kind hingegangen, bin dann auch jahrelang irgendwie eher abstinent gewesen, bis ich den vor ein paar Jährchen wieder entdeckt habe und das so als regelmäßiges Must-Go-To in meinen Jahreskalender eingefügt habe. Ja, Neandertal dürfte den einen oder anderen bekannt sein, das gehört nämlich zum Mettmann und im Neandertal wurde eben dieser Fund der, ja, sag ich mal, menschlichen Entwicklungshistorie gefunden und getätigt. Dafür ist Mettmann dann, denke ich mir mal, überregional bekannt, ist zugleich halt auch hier im Bergischen Bereich eine Stadt, die für mich sehr gut zu erreichen ist, also neben, ich glaube, Hahn, Ratingen und Wuppertal und so weiter gelegen. Ich hoffe, ich vergesse da nichts und trete da keinem auf den Schlips. Aber zur Sache, heute habe ich tatsächlich ein paar gute Schnäppchen gemacht, die ich euch mit präsentieren will. Da es keine inhaltliche Reihenfolge gibt, habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach die Sachen in der Reihenfolge, in der ich sie erstanden habe. Angefangen machen wir das hier mit einem Buch von Loriot mit dem Titel Loriots Möpse und Menschen. Eine Art Biografie ist anscheinend Mitte der 80er Jahre entstanden. Ja, habe ich an einem Stand einer netten Dame erhalten. Ist wirklich ein ganz nettes Buch. Ich habe schon ein bisschen reingelesen und es liest sich wirklich, wirklich sehr gut und unterhaltsam. Also mit der Loriot gewohnten Ironie zum Thema und zur Selbstironie empfindet ihr Mut. Das Ganze habe ich tatsächlich für 2 Euro erstanden. Ich muss sagen, an dem Stand dieser Dame hat mich nichts weiter interessiert, sodass ich dann eben auch nicht großartig gehandelt habe und dann gleich auch diese 2 Euro bereitwillig bezahlt habe und ich bereue sie auch nicht. So, mein zweiter Fund, geschah an einem Stand einer offensichtlich griechisch-stämmigen Dame. Die war sehr lustig und freundlich und gerade als ich einen Blick auf die ersten Bücher werfen wollte, sagte sie schon zu mir, ja, 3 Bücher, 1 Euro. Hat das dann aber auch irgendwie wiederholt gemacht, aber ich musste mir erstmal ein Bild über die Bücher verschaffen. Es war, muss ich zugeben, sehr schwierig für mich, auf diese 3 Bücher zu kommen im Nachhinein. Ich hatte schon kurz überlegt, ob ich nicht bei einem Walt Disney Tierbildband zugreife, was ich dann aber doch nicht gemacht habe und habe mich für folgende 3 Bücher entschieden. Also das war einfach die Tatsache, ich habe dazugegriffen, weil ich unbedingt die Janosch-Bücher haben wollte. Also ich bin absoluter Janosch-Fan. Ja gut, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Stuff oder so viel Kram. Angefangen hier von Oh, wie schön ist Panama-Bücher, das große Janosch-Buch und so weiter. Das werden sicherlich die meisten kennen. Hier der Tiger und Bär, also hier mit der Tigerente, das ist Janosch. Aber ich habe seinerzeit auch, glaube ich, mal auf dem öffentlich-rechtlichen Sender, ich weiß nicht, ob es der WDR war oder so, eine Art Biografie, eine Anlehnung zu Loriot hier von ihm gesehen. Und habe festgestellt, dass dieser Janosch eigentlich ein besonderer, teilweise auch unangenehmer Zeitgenosse ist, was also für seine Umgebung, also immer dieses provokante, reizende, nicht so ganz bequem, einerseits doch in den Grenzen der Gesellschaft lebend und das halt auch nutzend, eben diesen Reichtum. Also eine sehr interessante Persönlichkeit, die mich dann auch dazu bewegt, solche Bücher zu kaufen. Bislang als rein Roman, glaube ich, habe ich nur gelesen, vom Glück Hürdlack gekannt zu haben, das fand ich sehr gut. Und auch hoffe mir von den beiden eben sehr viel. Ja, dazu habe ich mir, ja, ganz oberflächlich, da ich gesehen habe, dass das Buch von DTV ist, Gestern Garda, das Leben ist viel zu kurz, Vita Brevis. Kann auch sein, dass es jetzt irgendwie eher so eine Jugendromangeschichte ist, aber ich dachte mir, mit 1 Euro für alle 3 Bänder kann man nichts großartig falsch machen. So. Was kam als nächstes? Als nächstes kam dann etwas im Bereich der Videospiele, so möchte ich es sagen. Und zwar habe ich irgendwie aus meinem peripheren Winkel an beim Stand einer Dame unter Musik-CDs hier für die PlayStation 1 Baphomets Fluch 2 gesehen. Ich hatte mir kürzlich bei eBay so aus Kindheitserinnerungsgründen für die PlayStation 1 auch den ersten Teil erstanden für 7 Euro und war dann daher sehr interessiert an diesem zweiten Teil.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es früher sehr, sehr gerne. Es ist ein tolles ja, Click-and-Point-Adventure. So bezeichnet man das wohl. Ich habe es früher für den PC gehabt und auch geliebt, alle beiden Teile. Hier auf dem Cover steht, kurz gesagt, der amerikanische Tourist George Stobbart versucht in dieser spannenden Fortsetzung des Bestsellers Baphomets Fluch die Welt vor dem Opfergott der Mayas zu retten. Also so viel ich weiß, ich habe glaube ich noch für die erste Xbox noch quasi die Fortsetzung, also es müsste der dritte Teil dann sein. Und für die Wii ist glaube ich so eine Art Director's Cut vom ersten Teil erschienen. Ich habe da mal zugegriffen, leider fehlt das Booklet, aber was ich sagen muss, die DVD hat es überhaupt nicht mal den kleinsten Kratzer. Naja, ich habe ein zusätzliches Manko der Geschichte war, die Hülle war total kaputt. Und dann habe ich halt gefragt, ja, was soll das kosten? Da meinte die Dame, ja, 2 €. Naja, und dann habe ich noch irgendwie gesehen, dass noch eine sehr gute Ausgabe von Tekken 3 da war. Ebenfalls, die CD hatte überhaupt keine Kratzer, noch mit allen Inlets, sogar mit Werbeflyer. Ich besitze zwar schon Tekken 3, aber ich habe keine so schöne Ausgabe. Bei mir ist die in normalen CD-Cover und nicht in in dieser PSP-Hülle. Naja, und dann habe ich halt eben runtergehandelt und dann beide Geschichten, Baphomets Fluch 2 und Tekken 3, für 3,50 € gekriegt. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ich könnte ja mal kommentieren, wie gut ihr das Schnäppchen findet oder nicht. Jetzt nicht ganz in der Reihenfolge, jetzt mache ich es dann doch mal thematisch richtig, habe ich dann an einem weiteren eher amateurhaft aussehenden Stand, auch wieder unter Musik-CDs, hier PlayStation Monopoly gefunden. Ja, der Wechsel ist hier schon geschehen und zwar hatte das eine richtig schöne Hülle. Und naja, da ich dieses Monopoly Platinum Edition, das ist ja auch immer so eine ja, unwünschte Sache und ich weiß, das stopfe ich einfach in eine CD-Hülle. Aber das Case war eben sehr schön gefertigt, habe ich für das Ganze 1,50 € gezahlt. Und damit auch noch eine schöne Hülle für das Baphomets Fluch 2 gehabt. Ja, damit wäre der Tag schon fast perfekt gewesen, aber an dem Tag habe ich richtig für mich, meine persönlichen Verhältnisse, richtig Schnäppchenglück gehabt und bin dann halt an einem Stand vorbeigekommen, eines älteren Herrn. Der war so ein bisschen, muss ich sagen, grantelig. Da kam nämlich so ein Kind an und dann sagte, hat nach einer Karrierebahn gefragt und der fragte, was soll die kosten? Und sagte, und offensichtlich stand da so ein Schild dran, ohne Autos. Also das konnte man so auf 20 Kilometern sehen. Und das Kind fragte, ja, was soll die denn kosten? Und der Typ sagte, ja, das ist ohne Autos. Er sagte, Junge, ja, was soll sie denn trotzdem kosten? Ja, da sind nur die Kurven, nur die Geschichten. Das interessiert dich bestimmt nicht. Doch, doch, was soll die Beine kosten? Und dann rückte er irgendwie mit 10 € raus und das war dann der Junge ganz süß. Da sagte er dann, ah, oh, das ist mir zu viel, so viel habe ich jetzt gar nicht. Haben Sie denn Lego? Nee, Lego haben wir nicht. Also irgendwie so ein bisschen grantelig, obwohl ich sagen muss, zu mir persönlich war der freundlich. Also hauptsächlich bin ich an den Stand gegangen, weil ich Phantom-Comics gesehen habe. Das ist so eine Sache, ich bin zwar auch nicht mehr Generation Phantom, aber ich habe seinerzeit als kleiner Junge mal von Arbeitskollegen meines Vaters so eine dicke, dicke Kiste mit Comics geerbt. Und in der waren unter anderem auch so, lasst mich nicht lügen, so 10, 15 Ausgaben vom Phantom. Das heißt, so als Erstlesegeschichte hat mich das schon sehr geprägt. Und ich weiß, so inhaltlich ist Phantom auch so dreifarbig gehalten hier, schwarz-weiß. Vielleicht nicht der Burner, aber es weckt in mir so nostalgische Bedürfnisse. Ist so eine Sache, die ich online halt nicht bestellen würde bei eBay, weil dann irgendwie A, meistens dann so Fachleuten erlegen bist und dann kommt noch das Porto dazu und so wild hinterher bin ich halt nicht. Und naja, und dann frage ich, nutze ich halt die Gelegenheit, auch weil die sehr gut erhalten waren. Und habe mal gefragt, was es kosten soll. Da meinte der 50 Pfennig, 50 Pfennig sage ich schon, 50 Cent. Und dann habe ich da mal mich durch die Kiste gewühlt eine Weile lang und dann halt auch, was sind es? Ja, 5 Hefte Phantom geholt. Also, ich habe dann versucht, in der Reihenfolge zu bleiben: 74, 76, 77, 79 und die 80. Alle sehr gut erhalten. Hat mich gefreut. Am gleichen Stand, auch jetzt, es wird besser, was die Skurrilität anbelangt, habe ich auch Kung-Fu-Hefte entdeckt, die dann ebenfalls 50 Cent gekostet haben. Was ich großartig fand, Kung-Fu-Hefte waren auch in dieser besagten Kiste des Arbeitskollegen und die sind dann halt auch noch eine Ecke besonderer und ich habe mir dann, ja, das sind halt hier die Ausgaben 29 bis 33, die insgesamt da sind. Also und mein Augenmerk fiel natürlich hier auf eine Ausgabe ausnahmsweise mit Fotocover mit Bruce Lee und dann hier diese Gerüchteküche, lebt Bruce Lee noch? Ich habe da glaube ich auch mal so eine ganz schlechte Videokassette, wo irgendwelche verschwommenen Gedanken gemacht werden. Hier dieses
Kung Fu. Es ist so ein Sammelband von Geschichten und in der Mitte gibt es dann immer, also hinten zum Beispiel immer so tolle Fotos von den Kung-Fu-Stars, die dann haben die Zeit, heute unfreiwillig super komisch. Hier wird am vorne wird dann halt immer im Porträt irgendwie ein europäischer Kampfkünstler vorgestellt und hinten kommt dann auch immer eher was Lokales. Ich habe als Kind versucht, ich weiß nicht, ob es hier der Fall ist, doch, ach tatsächlich, da gibt es halt diese diversen Stellungen und ich weiß noch, ich hatte so ein Heft, wo irgendwie hier der Kranich und so weiter produziert wurde und dann habe ich das immer nachgemacht, so ola, ola, ole, so den einbeinigen Kranich und ich war so der Überzeugung, da ist diese Chi und so ein gewisser Glaube, dass dieser Street Fighter Ball sich irgendwann mal von mir losen würde, hat sich dann leider nie erfüllt, deswegen ist mein Interesse an Kung Fu auch eben gesunken, aber ich lese dann trotzdem so aus Retro-Style die Gedanken, die alten Comics hier. Immer dreiteilig auch gedacht, Shikai der Rebell. Die Besonderheit ist, dass der ja später zumindest mit einem jungen Gewährten und einem Shaolin-Mönchartigen Berserker-Typen, denen allerdings ein Arm fehlt, durch die Gegend zieht. Dann in der Mitte gab es irgendwie irgendwas, wie hieß der Hai oder so. Ja, genau, hier, Sendo der Hai. Kam mir damals schon etwas schmierig vor, der Kollege, aber es ist halt so eine Privatdetektiv-Magnum-Geschichte mit viel Kampfkunst und hier auch in Ausnahmsweise ist Bruce Lee wirklich tot. Damit werde ich mich jetzt in der nächsten Nacht- oder Toilettenlektüre beschäftigen, auch im sehr guten Zustand. Und dann fiel mein Auge, also Topics habe ich gesehen, ich bin halt kein Freund von so Sammelsachen wie Zack und so weiter, dann habe ich lieber die normalen Comics, aber was mein Auge dann gecatcht hat, hier Yokozuna, hier auch Yokozuna, das wollte ich jetzt seit längerem mal irgendwie lesen, ist ja nach wie vor im Handel erhältlich, natürlich für teuer Geld, aber wieso nicht, die für 50 Cent holen, insgesamt waren es dann halt, wie soll ich sagen, also auch so ein Abenteuer am Rhein, das sollte ich euch nicht vorenthalten, damit ihr mal einen Begriff habt, wie das gezeichnet wird. Eigentlich ganz witzig. Es geht um die Erlebnisse einer jungen japanischen Elektroingenieurin in Europa oder Deutschland, in Europa ist es auf jeden Fall. Und die kann alles, macht alles. So die älteren Geschichten sind so ein bisschen, wie ich reingeguckt habe, schon sehr klischeehaft, aber vielleicht ganz lustig. Wie auch sei, ich habe für alle 12 Comics dann insgesamt 5 Euro bezahlt. Fand ich, es war ein gutes Schnäppchen. Und zu guter Letzt, mein letzter Kauf war ebenfalls ein Comic. Und zwar der Band 3 aus der Serie Fulu. Erschienen im Splitter Verlag. Ich glaube, weiß ich nicht, in den 90ern und 80ern veröffentlicht. Ich bin mir nicht sicher, in den 90ern ist es tatsächlich so. Anfang 90ern, 91 bis 93. Ja, es geht hier um eine... ja, schwarze junge Dame, beziehungsweise ich lese hier gleich den Covertext vor, der ist wahrscheinlich ausschlussreicher, also ich habe so grob würde ich halt beschreiben, im ersten Band kommen halt Sklavenhändler, nehmen eine junge Dame gefangen, die irgendwie den bösen Blick hat und gewisse seherische Fähigkeiten hat und sich dann nicht durch diese brutalen Sklaventreiber vereinnahmen und immer noch ihren Stolz irgendwie behält und die Sache irgendwie durchzieht, obwohl sie eben den Schrecken der Sklaverei ins Auge sieht. Hier schreibt der Prinz seiner Zeit. Ich weiß gar nicht, gibt es den noch? Das war so ein Heft wie Kolibri und Konsorten. Der in Argentinien geborene Carlos Trillo ist einer der fleißigsten Szenaristen der spanischen Comicwelt. Mit dem Zeichner Eduardo Risso schuf er die Serie Fulu, die in der Blütezeit des Sklavenhandels und der Kolonialmächte hätte ich erwähnen können, angesiedelt ist. Erzählt für die Geschichte einer Sklaven, die ihre ganz eigenen Methoden hat, sich für lindende Demütigungen zu rächen. Die Story ist gut aufgebaut. Das Darmstädter Echo, ein stark gezeichnetes Album, in dem auch psychologische Elemente eine Rolle spielen. Insgesamt hat die Serie, glaube ich, 5 Bände. Nachdem ich die heute erstanden habe, habe ich mir online noch die letzten beiden halt gesichert. Finde ich zeichnerisch wirklich gut und ich muss sagen, es wurde besser. Also in der ersten Band, da habe ich einige Flapse entdeckt, aber so nach einer Weile eine Serie mit eigenem Stil, schön aufgebaut und die Geschichte ist halt auch sehr gut, wie ich finde. Was habe ich dafür bezahlt? Der junge Mann, also ich muss sagen, sehr schöner Stand, sehr sympathischer Typ, da waren richtig 2-3 Comic-Kisten. Das Problem ist dann, Comic-Leser wissen so gut wie ich, Comics sind nur so viel wert, wie du bereit bist zu zahlen. In Vergessenheit geratene Comics sind auch meistens halt nichts wert und auch auf so einem Flohmarkt ist es eben schwer, Sachen loszuwerden. Fachpublikum ist es halt nicht. Du musst halt eben Glück haben, dass da wirklich ein Typ da ist, der Sachen von dir haben will. Er hat eben 6 Euro verlangt mit dem Argument, vielleicht sieht man das, es ist eine limitierte Auflage.
Die 432 von 600 ist mir persönlich halt nicht wirklich wichtig. Also mir kommt es immer eher auf den Inhalt als auf so eine Optik an. Ich konnte ihn auf 5 Euro runterhandeln, habe dann jetzt festgestellt, dass ich da sogar bei Amazon oder bei diversen eBay-Sofortaktionen vielleicht ein bisschen weniger bezahlt hätte, aber die Jagd auf dem richtigen Flohmarkt ist es mir wert. Und da bleibt mir halt nur euch für eure Aufmerksamkeit zu danken und hoffe, ihr schaut dann vielleicht in mein nächstes Flohmarkt-Schnäppchen-Video rein. Macht es gut!